Bin ich live? Facebook fordert mich gerade. Ich weiß nicht, ob ich live bin. Facebook zeigt mir immer, ich soll es nochmal probieren. Und jetzt scheint es zu klappen, aber ich sehe nichts, ob ich live bin. Also, falls ich live bin und du siehst mich jetzt schon hier so ratlos vor der Kamera, hängt daran, dass ich nicht weiß, ob ich live bin oder nicht, weil Facebook irgendwelche Dinge hier mal wieder geändert hat. Und ich deshalb nicht weiß, was ich weiß oder auch nicht weiß. Oh, scheint zu klappen. Ja, ich scheine live zu sein. Jetzt scheint es zu klappen, aber ich sehe nicht. Okay, oh, wunderbar. Ja, schön. Ja, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag. Ganz, ganz, ganz neue Ansicht hier. Ich hatte eben so viel Spaß mit meinem Pippi Langstrumpf-Äffchen hier. Der ist jetzt ganz in den Hintergrund fast gerückt. Weil ich versucht habe, es geht ja heute um die Pippi Langstrumpf-Mentalität, weil ich versucht habe, das Äffchen hier so zu platzieren, dass es hier hocken bleibt oder dass es irgendwie mitguckt während dem Live. Aber es funktioniert nicht. Gut, Äffchen, mach mal weg. Ja, willkommen zu Tag 16, 17, 16 der Challenge. Raus aus der Orientierungslosigkeit, rein in die Fülle. Ich hoffe, ich ja. Okay, gut. Wellensittich spricht auch mit, ja. So, wie komme ich auf die Pippi Langstrumpf-Mentalität? Also, es ist eine Mentalität, die ich mir schon vor einigen Jahren angeeignet habe. Ich erschaffe mir meine Welt so, wie sie mir gefällt und nicht, wie es anderen gefällt, weil ich einfach festgestellt habe, dass das viel, viel besser funktioniert, dass man da viel mehr Freude und Spaß haben kann. Und nicht nur das, dass man auch sein Umfeld, die Familie, den Partner, die Kinder damit ansteckt und das natürlich zu einer anderen Lebenswirklichkeit führt, nämlich zu der, wie man sie selbst wirklich haben möchte, dass innerhalb der Familie weniger Anspannung oder gar keine Anspannung sind, kein Stress, keine Diskussionen, keine Streitereien und, und. Das heißt nicht, dass das absolut nie passiert, aber man merkt es rasch und auch Fingerschnipp kann man es wieder verändern. Und ich kann mir vorstellen, dass einige von euch das hier vielleicht auch wollen. Und einer hatte mir ja auch die Woche unter einem Video kommentiert, ich hätte gern so die Pippi Langstrumpf-Mentalität. Aber ich weiß nicht, wie ich mir das aneignen soll. Genau. Okay, und darüber möchte ich mit dir sprechen. Bin gerade noch ein bisschen desorientiert, weil wenn ich ansonsten hier mit dem Computer live gehe, dann sehe ich mein Bild hier und jetzt sehe ich mich irgendwie nur unten so klein im Eck. Aber scheint ja zu funktionieren. Gut, also dann lass mich mal mit dir drüber sprechen, wie du dir denn eine Pippi Langstrumpf-Mentalität wirklich aneignest. Und zwar ab sofort. Fängt natürlich damit an, dass du eine Entscheidung triffst, dass du das möchtest, okay? So, und dazu darfst du natürlich auch mal wissen, wo soll es überhaupt hingehen? Wo genau willst du hin? Erster Schritt, erste Frage. Notierst dir bitte, damit du da anschließend auch mit dir arbeiten kannst. Im übertragenen Sinne arbeiten, es ist mehr ein sich beschäftigen mit dir selbst. Wie genau willst du mal auf dein Leben zurückblicken? Stell dir mal diese Frage, wie genau willst du mal auf dein Leben zurückblicken? Denn du kannst dir das jetzt gerade mal so vorstellen, wenn du da so ein bisschen desorientiert bist und nicht so richtig weißt, wohin und vor allem auch jetzt in der gerade in der jetzigen Zeit dich damit anstecken lässt, dass wir in der großen Krise sind und dass alles unsicher ist und tralala und sowieso. Ich will das gar nicht wiederholen, um dem keine Energie zu geben. Und das ist ja jetzt auch letzten Endes, wenn wir mal ehrlich sind, auch nur so der Höhepunkt von allem. Es ist eigentlich nur der Höhepunkt von allem, denn
Diejenigen, die so total ihren Seelenplan leben, wirklich zu 100% auch daraus ihren Seelenberuf kreiert haben, die machen sich jetzt keine Gedanken darum, ob wir eine Krise haben oder was da draußen gerade los ist, sondern die haben auch keine wirtschaftlichen Herausforderungen, weil wenn wir das leben, was wirklich unserem Herzen entspricht, dann sind wir frei und unabhängig und machen ja Pippi-Langstrumpf-Mentalität, unsere eigene Welt, so wie sie uns gefällt. Und deshalb ist so gesehen dieses Thema Krise jetzt eigentlich nur der Höhepunkt von dessen, was bislang in der Vergangenheit in deinem Leben war. Wenn wir mal ehrlich hinschauen, und ich meine, ich habe ja, bin ja 30 Jahre da umhergeirrt oder 40 Jahre kannst du sagen, 40 Jahre war ich eigentlich auf der Suche, um das Ding zu entdecken, was mir entspricht, was ich authentisch wirklich gerne machen möchte. Ja, 40 Jahre. Genau. Aber so lange muss es bei dir jetzt nicht auch noch dauern. Und dann schaukelt sich das so auf. Und wenn ich früher ehrlich zu mir war, ich hatte immer so das Gefühl in mir, da gibt es einfach Dinge in meinem Leben, die ich so nicht haben will, nicht haben möchte und die ich gerne ändern möchte, aber mir immer so der Mut gefehlt hat, es zu ändern. Wo ich nicht authentisch auf meinem Weg, auf meinem Herzensweg wirklich unterwegs war. Und wenn dann natürlich solche Dinge im Außen geschehen wie jetzt, ist das letzten Endes auch nichts anderes als ein Spiegel dieser ganzen Lebensgeschichte, die man bislang so mit sich rumgeschleppt hat, wo man nicht authentisch seine Lebensaufgabe gelebt hat. Weil. Ich will es dir damit nur bewusst machen, indem ich das jetzt hier einfach mal so ein bisschen verklare. Ja? Du kannst dir es auch so vorstellen, du bist bislang, um so metaphorisch auszusprechen, auf einem Boot gehockt und bist so sternförmig in der Gegend rumgeschippert. Hast dir da mal einen Impuls geholt, da mal vielleicht einen Online-Kurs besucht und dann mal ein paar Dinge umgesetzt. Da mal eine Session, eine Heilsession irgendwo gehabt, um mal dem Thema näher zu kommen. Dann hast du mal ein Buch gelesen und gedacht hab, jo, wow, das ist es jetzt hier, das setze ich jetzt in die Tat um und dann habe ich mein Ding gefunden und solche Sachen. Da war ich ja auch jahrelang selbst in dieser Richtung unterwegs, deshalb kenne ich das so gut. Und das kannst du dir so vorstellen, wie wenn du mit so einem Boot auf dem See rumschipperst und so sternenförmig hier guckst, da guckst, da guckst, da guckst. Und da ist eigentlich das rettende Ufer, aber das Navigationssystem dahin fehlt. Und deshalb, um dieses Navigationssystem zu aktivieren, darfst du dir am allerersten Schritt mal klar darüber werden, wie genau willst du denn mal auf dein Leben zurückblicken? Beispiel von mir selbst. Ich wollte, da ich ja schon so rein vom Passalter her ein paar Jahre schon hier auf dieser wunderschönen Welt bin, ich wollte auf mein Leben zurückblicken und denken, es hat zwar einige Jahre gedauert, aber ich habe meinen Seelenplan noch entdeckt, ich habe daraus noch meinen Seelenberuf kreiert, ich habe mir das Leben noch so erschaffen, wie es mir selbst wirklich entspricht, wie ich es für mich, für meine gesamte Familie einfach haben möchte oder jeder, der da gerne mit im Boot dabei sein möchte, okay? Deshalb, geh mal ein paar Jahre vor zum Tag X. Wenn dieser Tag, der kommt ja irgendwann alle für uns, wo wir diese wunderschöne Zeit jetzt im jetzigen Körper ja wieder verlassen, um dann wieder was Neues entstehen zu lassen. Wie willst du auf dein jetziges Leben zurückblicken? Werde dir darüber mal klar. Der zweite Schritt ist dann, diesen unsichtbaren Rucksack, den du mal mitgebracht hast, also das Licht dieser wunderschönen Welt hier erblickt hast, auch auszupacken. Denn ich bin einfach aufgrund meiner Erfahrung, ich bin ja jetzt wirklich schon seit 16 Jahren hier auf diesem Weg, habe mich schon mit vielen Dingen beschäftigt und. Ich bin der Meinung, wir kommen alle aus der gleichen Ecke. Aus dem Licht und aus der Liebe ist so ein Ausdruck für mich dafür. Aus der Quelle allen Seins trifft es vielleicht besser.
kommen alle aus der Quelle allen Seins. Und jeder von uns, also unsere Seele, die ja jetzt hier in unserem menschlichen Körper hier, ja, wohnt, der Körper ist der Tempel, in dem die Seele wohnt, die hat sich auf dieser anderen Ebene mal so ein paar Aufgaben vorgenommen, was jetzt hier es zu erfüllen gibt. Im wahrsten Sinne des Wortes, genau, es zu erfüllen gibt, um ein glückliches, erfülltes, freudvolles Leben zu haben. Das bezeichne ich so als unsichtbaren Rucksack. Warum unsichtbaren Rucksack? Zum einen, die Seele können wir nicht wirklich sehen, ist ja auch so etwas Unsichtbares eigentlich. Wir können nur die leisen Botschaften unserer Seele, die in Form von Gefühlen mit uns kommuniziert, wahrnehmen, aber auch das hat man uns ja aberkannt, in unsere Wahrnehmung zu kommen, oder vielmehr, wir waren alle als Kinder in unserer Wahrnehmung, aber man hat es uns aberkannt, ja? Dass wir falsch sind, wir haben uns selbst falsch gemacht für unsere Wahrnehmung, oder es gibt ja auch jetzt gerade noch viele, die sagen, dass die Wahrnehmung, also zum einen trauen wir uns selbst nicht unserer eigenen Wahrnehmung und zum anderen empfinden viele, wenn sie hochsensibel sind und sehr, sehr feinfühlig, das unter Umständen auch als Handicap. Aber was wäre, wenn du dir mal erlaubst, deine Wahrnehmung wirklich nochmal als Riesenvorteil anzuerkennen, was für eine großartige Wahrnehmung du eigentlich hast? Ja? So, und so bin ich einfach der Auffassung, dass wir alle so einen unsichtbaren Rucksack mit uns hierher gebracht haben, genau, der sich denn da nennt, deine Lebensaufgabe, deinen Seelenplan. Und den gilt es zu entdecken. Und das funktioniert wirklich einfach sehr, sehr gut. Natürlich zum einen, wenn du dich dabei begleiten lässt, also diejenigen, mit denen ich da arbeite, in 4 Wochen, ist der Seelenplan schriftlich fixiert im Prinzip und schriftlich in der Tasche. Ja? Wenn du jetzt selbst mit dir arbeiten möchtest, stell dir die Frage, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Was sind die Dinge, die dich einzigartig machen? Und das bitte schon von Anfang an unter dem Aspekt, dass du deinen Kopf als Beobachter einsetzt. Und jedes Mal, wenn der dir erzählt, ja, ich habe ja nichts Besonderes, ich kann ja nichts Besonderes, das ist ja nichts Besonderes oder ist es das wirklich und. Schau mal einfach, wie du diese Frage so neutral, wie es dir einfach nur möglich ist, beantworten kannst. Ohne diese ganzen Muster und Prägungen, was dein Kopf dir erzählt, du bist nicht gut genug oder zweifeln lässt und. Ja? Und mach das bitte mal schriftlich auch. Ganz wichtiger Aspekt, damit du es auch nochmal nachlesen kannst, weil unser Ego, unser Verstand, unser Denker ist mit uns so fix unterwegs, dass wenn wir dann mal Ideen haben, es wird so schnell untergraben, dass wir uns nicht mehr dran erinnern und denken, wie war das nochmal? Deshalb ist es so wichtig, dass du das auch wirklich schriftlich machst, dir im wahrsten Sinne des Wortes von der Seele schreibst, dass du deine Seele mal sprechen lässt und das mal so zu Papier bringst. Schwarz auf weiß oder blau auf weiß, mit Tinte oder Bleistift oder egal wie, okay? So, der dritte Schritt ist, erlaube dir auch dem Ruf deiner Seele dann zu folgen, also daraus deinen Seelenberuf zu kreieren. Denn in dem Beruf, steckt doch schon drin, Ruf der Seele zu folgen. Wir haben nur eine andere Begriffsdeutung dazu gelernt, nämlich Abschluss zu machen, eine Ausbildung zu machen, damit wir was in der Hand haben und dann zu schauen, wie wir uns damit dann unser Leben lang arrangieren müssen, dürfen, können, sollen, wie auch immer. Und deshalb, wenn du dir das erlaubst, auch dem Ruf deiner Seele zu folgen und dir da Klarheit verschaffst, dann darfst du dich auch von dem Gedanken lösen, dass du erstmal noch eine Ausbildung brauchst, um dies oder jenes oder das zu machen. Natürlich, wenn du eine Arztpraxis aufmachen möchtest, dann, klar, gibt's Richtlinien, macht auch durchaus Sinn, dass nicht jeder einfach eine Arztpraxis aufmachen kann, wenn er nicht entsprechenden Background dazu hat. Davon rede ich auch gar nicht, sondern von deiner Einzigartigkeit. Und schau mal, deine Einzigartigkeit, deine Gaben, dein Potenzial, deine Stärken, die du mitgebracht hast, die nur verschüttet sind, deine eigene Kraftquelle selbst, so wie ich das früher immer gern genannt habe, wer kann dir denn dafür
eine Ausbildung geben und sagen, du darfst jetzt deine Kraftquelle selbst leben, du darfst jetzt dein Potenzial leben. Wer im Außen kann dir dazu denn ein Zertifikat liefern? Löst dich von dem Gedanken, dass du irgendeine Ausbildung noch zusätzlich brauchst, irgendein Zertifikat, irgend noch eine Weiterbildung oder was auch immer. Du kannst jetzt sofort dir erlauben, daraus deinen Seelenberuf zu kreieren, zu erschaffen. Und löst dich von den ganzen Vorschriften, die da so im Kopf vor sich gehen. Ja? Es sei denn, du findest in dir, Ärztin zu werden, nach dem klassischen, nach unseren klassischen Vorgaben, die es da draußen gibt, was man machen muss, um Ärztin zu werden, dann ist das natürlich was anderes. Aber ich glaube, du bist hier auch in dieser Gruppe, weil du dein eigenes Ding machen möchtest. Kann das sein? Weil du wirklich deine Einzigartigkeit auf deine eigene Art und Weise entfalten möchtest. Und wenn ich da jetzt das Begriff heilen und ja auch mit ins Spiel bringe, mit deinen Gaben, mit deinen Stärken, kannst du ein total heilender Beitrag für andere Menschen sein und für diese Welt hier. Und das kann auf unterschiedliche Art und Weise ausschauen. Da kann es um berufliche Dinge gehen, um die zu heilen. Da kann es um gesundheitliche Dinge gehen. Da kann es um partnerschaftliche Dinge gehen. Da kann es um einen Mix aus dem Ganzen gehen. Und zwar so, wie du auch ein Mix aus allem bist. Macht das Sinn für dich? Okay. Im nächsten Schritt darfst du dich auch davon lösen, von allen Begrenzungen, die dir da auferlegt wurden und die du für wahr hältst. Was meine ich damit? Beginn mal alles, was es in dir denkt, zu hinterfragen. Zu hinterfragen dahingehend, ist das wirklich wahr? Will ich das glauben? Weil, ja, ist so schön, nach deinem Glauben wird dir geschehen. Also mit den Gedanken, die du glaubst, die du aussendest, da gibt es sowas wie ein Gesetz der Resonanz. Das ziehen wir in unser Leben und hinterfrage mal alle Begrenzungen, wenn irgendeine Instanz in dir denkt, das geht nicht, weil ich kann das nicht oder was auch immer. Hinterfrage das mal und löse dich von diesen Begrenzungen, die dir auferlegt wurden vom Umfeld, woher auch immer die kommen, von wem auch immer die kommen, die du immer noch für wahr hältst oder bis eben für wahr gehalten hast und die du bewusst oder unbewusst auch auf dich geladen hast, die du vielleicht auch mitgebracht hast aus früheren Leben, woher auch immer sie stammen. Du musst nicht da drin rumwühlen, von wem sie sind, sondern stell dir einfach die Frage, ist das wirklich wahr? Ist das meins? Lausche im Moment, vertraue dann ganz wichtig auf deine Wahrnehmung. Und ich kann dir schon mal sagen, meist wird ein Nein kommen. Es ist nicht wirklich meins. Dann schickst es weg. Fertig. Und findest deine eigene Wahrheit in dir. Ja? Der nächste Punkt ist, dass du auch aufhören darfst, dir Geschichten zu erzählen, warum es gerade jetzt nicht geht. Und beginne dir andere Geschichten zu erzählen. Beginne diese Geschichte umzudrehen. Warum es gerade jetzt geht, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Mach auch das bestenfalls schriftlich, damit du es fixiert hast, damit wenn der Zweifler, der Kopf, unser Denker, ich meine, ich bin ja vom Sternzeichen auch noch Zwilling, das sagt man ja so, zwei Herzen leben in einer Brust. Wie oft sitzt hier jemand, der irgend mir was ins Ohr quatscht und hier sitzt jemand, der mir was ins Ohr quatscht, ja? Kennst du vielleicht so diese Quatschis, die wir tausendfach da in uns haben? Frag dich selbst, dein Herz, deine Seele, dein wahres und endlich großes Wesen. Was ist die Geschichte, die ich jetzt wirklich mir in meinem Leben kreieren möchte? Und fange an, dir die Geschichte zu erzählen, die du willst, die dein Herz will, die deine Seele will, die wirklich zu dir, zu deinem wahren Wesen passt. Okay?
Und damit geht natürlich auch einher, das ist der nächste Schritt, dass du wirklich absolut und ich nenne es jetzt mal radikal, beginnst deine Denkweise zu ändern, damit du auch, vielleicht hast du schon mal was vom Gesetz der Resonanz gehört, wirklich die Dinge in dein Leben ziehst, die du in deinem Leben wirklich haben willst und dich von den Dingen, die du nicht mehr haben willst, auch trennst. Denn unsere Gedanken sind nicht nichts, unsere Gedanken sind eine Form von Energie, wie alles eine große Energie ist. Und das, was wir aussenden, da gibt es da draußen im Universum, im Multiversum, in allem, was ist, Energien, die diesen entsprechen und die werden da angezogen und werden angedockt. Und das ziehst du im wahrsten Sinne in dein Leben mit deinen Gedanken. Also, deshalb ist es so wichtig, radikal und absolut deine Denkweise ab sofort zu ändern. Und die Dinge zu denken, die du wirklich in deinem Leben haben willst. Und bitte, sobald du dich dabei ertappst, oh, jetzt war ich ja schon wieder in irgendwelchem alten Kram drin, was habe ich denn jetzt ins Universum ausgesendet wieder? Mach dir deshalb kein schlechtes Gewissen, das ist Übung, das ist Training und wandle es sofort um. Oh, sorry, Universum, gerade falsche Bestellung abgegeben. Sorry, neue Bestellung abgeben, okay? So, und dann der nächste Schritt, der siebte Schritt. Verabschiede dich von der Armut, im Sinne von arm an Mut zu sein. Bitte trau dich mal, diese wunderbare Persönlichkeit, die du eigentlich in deinem Kern bist, zu zeigen, die du eigentlich in Wahrheit bist und wo diese innere Instanz, dein Herz, deine Seele sich so sehr danach sehnen, dass du die zeigst, dass du dich damit da draußen der Welt zeigst und dir selbst so die liebevolle Anerkennung und Wertschätzung auch schenkst, die du eigentlich in deinem Kern bist und die du haben möchtest. Ja. Oh, ich sehe ja sogar Kommentare hier. Schön. Hilke, Ramona, schön euch zu sehen. Hilke schreibt, das stimmt, ich mache mir keine Gedanken um all das Drama da draußen. Jawohl. Sondern mein Herzensbusiness und wie ich den Menschen jetzt am besten helfen kann. Sehr, sehr schön, super, Hilge. Ach, du bist ja so großartig auch unterwegs schon. Ganz toll. Da werden noch ganz, ganz großartige Dinge entstehen. Schön. Die Anja ist dabei. Guten Morgen. Ja, schön. So, das war mein Beitrag heute. Wo ist mein Pippi Langstrumpf-Äffchen? Ich erschaffe mir meine Welt so, wie sie mir gefällt. Meine Inspiration für dich, die sieben Schritte, die du anpacken darfst. Meine Liebe, ich kann dir hier immer nur Inspirationen schenken. Ich kann dich auch gerne über einen gewissen Zeitrahmen begleiten. Aber ich kann nicht für dich machen. Auch wenn ich gerne so mal schütteln. Format C machen würde in dem einen oder anderen Kopf, aber ich kann es nicht. Du kannst nur selbst die Entscheidung treffen und es ist so, so viel mehr möglich in deinem Leben, was du bis jetzt, bis eben noch gar nicht für möglich gehalten hast, wenn du dich denn wirklich mal auf diesen Weg begibst und dir hier deine Welt so erschaffst, wie sie dir gefällt. Trau dich, hab Mut. Alles ist möglich, auch für dich. Bitte. Wir sehen uns morgen nochmal. Bis dahin, hab noch einen wunderschönen Tag. Wir werden jetzt auch hier die Sonne genießen und ins Land des Bärlauchs entschwinden. Okay, bis dahin. Ciao.